Der Steinboden. Naja. Die holt überall alles raus. Aber noch drei Leichen. Wo kommen die eigentlich her? Haben sie wahrscheinlich da oben abgeseilt. Keine Ahnung, wo die so plötzlich herkommen. So. Das nochmal Munition und nochmal. Da komme ich danach. Welchen Anweisungen? Münzversteck entdeckt. Okay. Gucken. Hier komme ich sonst nicht wieder hin. Also suchen wir mal das Münzversteck da in der Ecke. Normalerweise blinkert das hier immer so ein bisschen. Was ist das hier? Nix. Sonst noch was? Ne, erstmal nicht. Na, ich kann das ja mal. Da komme ich wahrscheinlich dann vorbei. Ich kann es ja mal schon mal markieren. Die hängt noch drin, die Tür. Ich muss an dem Teil, muss ich dann auch noch mal ziehen. Das Teil muss ich irgendwie in den Abgrund jagen. Ja, wahrscheinlich muss ich hier an diesem Teil. Das muss ich runter. Dann fällt es runter, dann zieht es hier dran. Und dann fällt das Ding runter, damit fällt das ganze Ding runter und zieht dann der Tür. Also diesen komischen Bottich da. Den muss ich zum Fallen bringen. Ich hab doch A gedrückt. Aber nix. War wohl nix. Vielleicht früher. Höp! Ja. Das war knapp. Schönes Eis. Einmal mit der Zunge dran. Da hatten sie die Stacheln. Hä? Warum habe ich denn keine Mund mehr? Null! Kann ich eigentlich welche herstellen? Nee, dafür nicht. Dann halt wieder zurück zur Pistole. Oder auch zu Pfeil und Bogen. Ich muss dieses Giftzeug. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Das Schwert ist abgebrochen. Versteht da irgendwo ein Monogramm? Abgebrochen. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Tja, wer weiß das? Er hat auch versucht, irgendwas aufzustemmen, zu hebeln.
Ja, bringt doch was. Und da ist was rot. Da ist noch eins. Und da hinten sind auch noch welche. Hui, 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 hui. Viele Spieße. Noch mehr Spieße. Hui, 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 hui. Wahrscheinlich liegt hier oben was. Na, schaffst du es auch? An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich. Ich werde bald tot sein. Und damit auch alles wissen über diesen Ort. Schreib ich noch schnell auf? War nie möglich. Wir stiegen für unsere lange Reise in den Zug und mussten feststellen, dass nur wenige Kilometer vom Berg entfernt die Schienen, die wir auf Kosten so vieler Toter verlegt hatten, verschwunden waren. Ja, die Schienen waren verschwunden? Seit Monaten haben die Einheimischen die Schienen vorsichtig abgebaut und diesen Ort in Vorbereitung ihrer Angriffe isoliert. Ihre kostbaren Ruinen werde auch ich bald von Schnee begraben und vergessen. Ja, die Schienen abgebaut. Habt ihr die nicht bewachen lassen? Eine Falle! Und die habe ich schon gesehen. Und jetzt? Musst du hier hoch. So, hier wieder. Wo piept es denn? Irgendwo in der Nähe. Schon wieder. Na. Da, das war... Das dauert zu lang mit dem Zeug rumzuhantieren. Das sieht nicht gut aus, Mädchen. Wieso sehen die mich eigentlich schon? Die schmeißen so viele Granaten, da kann ich nirgendwo länger bleiben.
Ja, ich bin in eine ganz gute Position. Guck mal, da oben ist einer. Sie bleibt stehen, das heißt, ich habe es alle erledigt. War das Loch vorher schon? Oh ja. Bin ich auch hoch? Da bin ich ja lang gekommen. Hier gibt es Konservenbüchsen. War hier nicht irgendwo Munition? Quatsch. Das ist Dingsmunition. Das ist immer noch leer. Hier war irgendwo noch ein Münzversteck. Ja, wo denn jetzt? Irgendwie da hinten. Das ist voll. Ich kann mir... Auch Pistolenmunition. Was ist das auf einmal? Ach, das haben die jetzt gelegt, damit ich da weiterkomme. Aber erstmal will ich hier gucken, wo mein Münzversteck ist. Habe ich nicht noch mehr zu plündern? Ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte irgendwie ewig viel umgeschossen. Jetzt lohnt sich das gar nicht. Ich kann ja mal zum Lager zurück und gucken, was ich neu machen kann. Außerdem muss hier irgendwo das Münzversteck sein. Dann fehlt mir noch eine Truhe und ein Überlebensversteck. Die beiden dort. Ich renne noch mal kurz zu meinem Lager. Juhu! Keine Fertigkeitspunkte. Ich könnte vielleicht irgendwas upgraden. Zum Beispiel... Den Compound. Oh, da könnte ich den Schaden ziemlich hoch. Aber dafür ist da keine Upgrades. Und beim Compound-Bogen könnte ich noch einen Sehen aus die Löser und den Schaden nochmal ver. Okay. Todesatem, den könnte ich auch. Ah, der ist ein bisschen langsam. Da könnte ich aber noch reinbauen. Sehnenauslöser. Und Wurfarme. Später dann noch mehr. Zielgeschwindigkeit, Haltezeit und Schluss natürlich besser.
Mal gucken. Warte mal. Ich will erstmal bei dem hier bleiben. Hier könnte ich... Nach die Rückschussstoppe. Ich bleib bei dem Mondschatten. Nope. Na, sieht das jetzt mal so. Hier ist aber auch Lara Croft. Aktuelles Einsatz, Drohe. Überlebensversteck. Ja, wo ist es denn? Zeig doch mal an. Komisch. Was ist das hier irgendwo? Da, da! Ganz gemein. So nah bei den anderen. Gut, jetzt haben wir erstmal keine Verstecke mehr. Doch noch ein Dokument. Ich dachte, ich hätte alle. Hey, noch mehr Geheimnisse. Ich habe die Truhen, ich habe die Relikte, ich habe die Dokumente, ich habe alles voll. Und die Geheimnisse habe ich schon so entdeckt. Okay. Oder? Jetzt hat er sie aber aktualisiert. Ja, habe ich schon alles. Ja. Jetzt springen wir nochmal rüber. Genau, das Ding musste ich jetzt irgendwie... Ich schneide es einfach durch, oder? Nee, warte mal. Das geht nicht. Ich muss es runterstoßen. Das heißt, ich soll da hin? Also muss ich dran springen? Hoffentlich hält das. Oh oh. Ich hänge hier mitten in der Luft. Uiuiuiui. Komm ich da höher? Nee. Doch. Komm ich schon mal oben drauf. Ja, und dann lieber hier. Den Hebel verkleinern.
Entweder da lang oder hier hoch. Ach komm, ich spring mal da lang. Sieht sicherer aus. Tja, und das. Jetzt bin ich ja runter, jetzt kann ich so in den Abgrund stürzen. Da gibt's noch mal was. Nicht da irgendwo. Also müsste ich den Kübel ein bisschen mehr in die sicher, in die Richtung. Das vorher irgendwo fest. Bin ich einfach.